ab hier. Schön, dass ihr wieder bei mir dabei seid. Ja, Freunde der Nacht, Stefan Lammel ist wieder hier. Was geht ab hier? Schön, dass ihr wieder bei mir dabei seid. Ja, ihr habt gerade gehört, In the Mood von Glenn Miller will ich heute mit euch machen. Ich habe das schon mal gemacht mit Altsaxophon, habe aber noch nicht so ein gutes Play-Along erstellt. Ich habe mir jetzt viele Monate Zeit gelassen. Jetzt denke ich, habe ich ein gutes Play-Along erstellt. Und zwar auch für Anfänger und natürlich auch für Tenor- und Altsaxophonisten. Ich habe das nämlich so gemacht, dass ich also 3-4 verschiedene Versionen erstellt habe. Eine langsame Version mit Melodie, eine schnelle Version mit Melodie und dann auch eine langsame Version ohne Melodie und eine schnelle Version ohne Melodie. So, dass ihr also wirklich daran arbeiten könnt. Es ist ein bisschen ein flottes Tempo dabei. Ja, deswegen diese langsame Version mit dazu. Ich bin oft gebeten worden, das zu machen. Mache ich natürlich. Für den gleichen Preis könnt ihr wiederum bestellen. Ich muss nur einiges ein bisschen klarstellen bzw. beantworten. Manche finden die Kommentarbox und die Infobox nicht. Die ist unten ist, also die können also das nicht bestellen. Geht's doch auf meine Homepage, auf meine Website, ja, www.stefan-lammel.de. Dann habt ihr da alles drin, was ihr da bestellen könnt und auch anhören könnt. Da ist es alles da. Oder schreibt mir ganz einfach unter lammel@web.de. Dann kann ich mit euch kommunizieren und auch telefonieren. Ist überhaupt kein Problem, ich bin da ziemlich unkompliziert. Ja, also nochmal vielen herzlichen Dank auch für die vielen positiven Zuschriften. Aber wir wollen gleich natürlich loslegen. Der Play Along kommt zum Schluss, bleibt's dran. Wir machen das genauso wieder wie immer. Die Altsaxophonisten, die kriegen hier die Noten, ja, hier. Und die Tenorsaxophonisten, die kriegen hier die Notennamen und wir singen wieder. Und wenn ihr bestellt, bekommt ihr natürlich genau zu dem Play-Along und genau zu dem, was wir jetzt machen, schön ausgeschriebene PDF-Noten dazu. Es geht los. Okay, also noch einmal die Einleitung. Ist die Einleitung. Ich habe es ein bisschen flott gespielt. Gibt es so nirgends als Noten zu kaufen, weil es gibt ja nur immer die Big Band Noten. Ja, da spielen die Tenorsaxophonisten und Alt spielen ja oft auch nur die zweite oder dritte Stimme, also keine Melodiestimme. Und jetzt habe ich für euch das alles jetzt gemacht. Das heißt, Tenoristen können Melodie spielen und die Altsaxophonisten können auch die Melodie spielen. Und auch gleich das, was am Anfang kommt jetzt, nämlich die Einleitung. Die Einleitung, wie gesagt, gibt es so als Noten nirgends zu kaufen. Ich habe das transkribiert für euch. Wir legen gleich los. B, D, F, B, 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 A, B, F, D. Ja, lauter Offbeats. Bu ba du ba 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 du ba di di. Offbeat, weg vom Beat, weg vom Taktschlag. Ja, das ist Swing, das geht immer weg auf Rück, ja, auf und. Bu ba du ba 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 du ba di do di da ri da ri di di.
Dann geht es weiter mit F-E-S, die des C-B. Das heißt, wir gehen dann chromatisch runter. Langsam F, E, S, D, des Leergriff, C, B. Das ist die Trompeteneinleitung, ja, und dann kommen noch einmal Bläser. Ja, da kommt der B-Dur-Dreiklang, kommt dann in der Umkehrung, in der DFB. Ja, DFB, Deutscher Fußballbund, ja, kann man sich merken. Ja, die Weltmeisterschaft steht ja an. DFB, FDB. Nochmal. DFB, FDB. Dann geht's weiter. C, C, D, C, B, G. C, D, C, B, G. C, D, C, B, G, G. Also zweimal hintereinander. Dann kommt das D. Dann kommt das Ganze nochmal. Also. C, D, C, B, G. C, D, C, B, G, G. D, C, D, C, B, G. C, D, C, B, G, G. B. Und dann geht mit der Melodie los. Spiel nochmal die Einleitung ganz langsam. Das ist die Einleitung, gibt es nirgends auf Noten, machen die Trompeten bei Glenn Miller. Ha, ich habe es schön ausgeschrieben für Altsaxophon und für Tenor. So, jetzt geht's los mit der Melodie. Und zwar kommt die Umkehrung von dem B-Dur-Akkord. B, D, F ist der Grundton. Und die Umkehrung heißt D, F, B. Deutscher Fußballbund. Wir sind bald bei der Weltmeisterschaft. D, F, B geht es los, das kann man sich merken. Ja, da geht es schon los mit der Phrasierung. Immer das obere B, das kommt auf Rück, das ist Offbeat, wird mit der Zunge betont. D, F, B, D, F, B, D, F, B, D, F, B. Bubadab, budubab, budadab, budubab. Ja, das kommt dann zweimal und dann kommt der S-Dur-Dreiklang mit derselben Phrasierung. Und zwar S-Dur-Dreiklang in der Grundstellung. S, G, B, S, G, B, S, G, B, S, G, B. Das S zeige ich nochmal. Wir haben das D und hier haben wir das S dazu. Ja, mit der Oktavklappe. Ja, in den Noten habe ich schön phrasiert, weil das ganz wichtig ist. So, und dann kommt wieder der Deutsche Fußballbund, DFB. So, und dann kommt der F-Dur-Dreiklang, F, F, A, C, F, A, C, F. A, C, F, A, C. Und immer der oberste wird betont, alle anderen leichter. Und dann kommt der Abschluss mit einem Haufen Bs. B, ba, du, ba, du, ba, bu, da, du, da, du, da, bap. Erster Teil.
haben wir schon. Und so weiter und so fort. Der zweite Teil. Du da da, ba du ba du da, du da da, du da da heißt B G B, S G B D D, S G B D D. Also B G B, S G B D D, B G B. S, G, B, D, F. Da haben wir doch schon gesagt, ja. Das F hier, das C mit Oktavklappe. Und dann das oberste mit dem Zeigefinger von der linken Hand, das oberste von allem, was es gibt. Das ist das F. Weil es ein bisschen schwierig ist, erkläre ich das nochmal genau. D ist mit der Seitenklappe und das F. Hier die zwei, ja, von der Seitenklappe D zu die zwei C und F. Dann geht's weiter, B, G, B. Dann dasselbe nochmal, S, G, B, D, F. D, F, 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 F. Das C, B. Aber wir nehmen hier ein Des, nicht das Cis, weil wir haben lauter B-Vorzeichen, ja? Also immer dieses F oben nehmen, C und hier die oberste Klappe. Und dann kommt das, hier ist das C und das ist Leergriff. Und dann wird es wiederholt. Ja, für die oberen Töne, hohen Töne, wir brauchen da schon ein Blatt, das ein bisschen Stärke hat, ja, nicht um zusammenzubeißen, sondern damit wir auch die Luft besser durchs Mundstück bekommen, ja. Das heißt, normalerweise würde ich sagen, wenn man ein normales Mundstück hat, ein durchschnittliches Mundstück, Blattstärke 2,5. Ja, also man sollte schon versuchen, ein bisschen stärkeres Blatt zu nehmen, ein leichtes Blatt, ja, das sind vielleicht für die ganz, ganz Anfänger, aber man sollte schon bald zum Zweier und zum Zweierhalber Blatt greifen. Ja, ich denke mal, ihr habt alle ein ganz normales Mundstück und kein Profi-Mundstück, wo man dann nicht so harte Blätter spielen kann. Das heißt also 2,5. Ich nehme immer Jazz Select Blätter von der Dario, das ist halt der Nachfolger von Rico Royal. Jazz Select heißen die. Ich habe das in der Infobox mit drin. Den Link, ja, nach unten scrollen. Da kommt ihr in die Infobox rein. Da steht drauf mehr Anzeigen, ja, weil nur 2 Zeilen von der Beschreibung des Videos zu sehen ist. Auf mehr Anzeigen klicken und dann kommt ihr die ganze Seite, habt ihr dann meine Beschreibung drin, was zu dem Video wichtig ist. Und da kommen auch diese Jazz Select Blätter, einen Link darauf. Da könnt ihr die bestellen, auch bei Amazon gibt es recht günstig. Ja, und ich verdiene auch ein paar Euros dazu, obwohl das für euch natürlich nicht teurer wird. Das sind diese sogenannten Affiliate-Links. Ja, also, das nebenbei, 2,5 Blätter würde ich sagen, 2,5 Blätter nicht die einfachen Blätter nehmen, sondern nehmt sie mal, probiert sie mal aus von verschiedenen Marken. Van Doorn ist auch gut. Von den Fiberblättern und Plastikblättern halte ich nichts. Ich bleibe bei meinen Holzblättern, bei meinen Rohrblättern. Da weiß ich, was ich habe, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Ich habe auch ein Video gemacht, wie man sowas aufbewahrt. Ich bewahre das in einem stinknormalen Wasserglas auf. Hat den Vorteil, wenn ich die rausnehme, die Blätter, die sind sofort spielbar.
Ich muss nicht erstmal mich einspülen, dass die Blätter nass etc. werden, sondern sie sind sofort spielbar in ein Wasserglas rein. Ich tue meistens so Odol oder ein Wodka rein, ja, dann schmecken sie besonders gut. Dann natürlich alle 2-3 Tage wegen der Hygiene wieder neues Wasser rein. Aber dann hat man wirklich ein tolles Blatt zur Verfügung, das nicht wellig ist. Und man spart sich Geld, weil man kann dieses Blatt viele, viele Monate spielen. So, dann kommt wieder, zum Schluss kommt dann wieder das Thema. Ja, das ist immer das Gleiche. Also das Lied ist A, Teil B und dann kommt wieder Teil A. Das ist die große Melodie von In the Mood. Der Schluss kommt dann eigentlich nur mehr mit diesem DFB. Ja? Ja, kommt dann. Und dann das tiefe B nach unten. Ja. Und schon haben wir es. Was sagt ihr dazu? Geht doch einfach. Wie gesagt, jetzt kommt das Play-Along und ich zeige 2 Play-Alongs. Einmal für die wirklichen Könner, die jetzt schon sagen, das packe ich jetzt. Ja, das ist das Schnelle. Ja, nicht gleich weglaufen, bleibt da. Ich zeige euch dann auch gleich das langsame Play-Along. Also da ist dieses Play-Along und jetzt gleich das langsame Tempo, ja, damit ihr auch da schön üben könnt. Das langsame Tempo in the mood. Ja, also das war also dieses langsame Teil von In the Mood. Ihr bekommt also 4 Play-Alongs. Ein langsames mit Melodie, ein langsames ohne Melodie. Ein schnelles ohne Melodie und ein schnelles mit Melodie. Zum Üben, was auch immer. Haltet es euch ran, es kommen nur 3 verschiedene Dreiklänge vor. Beim Tenor sind es der B-Dur-Dreiklang, der S-Dur-Dreiklang und der F-Dur-Dreiklang. Beim Altsaxophon ist es der F-Dur-Dreiklang, der B-Dur-Dreiklang und der C-Dur-Dreiklang. Noten genauso wie das Play-Along. Ich habe das wirklich so geschrieben, dass es wirklich sehr schön leserlich ist und auch die Phrasierungszeichen mit drauf sind. Und dann kann man dieses herrliche, wunderbare Stück spielen. Ja, und so gesehen, haltet euch ran. Ja, abonnieren nicht vergessen. Ich bin ein Jäger nach Abonnements. Das heißt, je mehr Abonnenten ich habe, umso mehr motivierter bin ich, da was zu machen für euch. Schreibt es mir in die Kommentarbox. Ja, da müsst ihr angemeldet sein bei YouTube. Ja, meldet euch an, ist alles kostenlos.
Je mehr ihr in die Kommentarbox reinschreibt, umso besser komme ich in die Ranking nach oben. Natürlich Daumen hoch zeigen und so. Halt die Ohren steif. Freunde in der Nacht, ich sag tschüss, servus, ciao.